So, da sind wir schon wieder mit meiner absoluten Hassmission. Ich weiß nicht, ich mag diese Fahrmission überhaupt nicht. Warum genau, weiß ich selber nicht. Es ist einfach. Ich weiß nicht, ich finde es ziemlich ätzend. Aber da dachte ich mir, ist doch ein guter Grund, euch da mitzunehmen. Im Prinzip ist es ja auch gar nicht viel. Man muss hier eigentlich nur durchbrettern und nicht kaputt gehen. Und zwischendrin muss man halt genau, durch die Abbruchkanäle muss man halt alle Fahrzeuge, die so in diesem Bereich herumschwirren, dann halt zerstören und kann sich auch immer wieder ein neues Fahrzeug holen. Aber ja, genau, sowas hier. Hasse diese Mission. Weil ich eigentlich voll oft dann tatsächlich auch ab und zu mal darauf wirklich drauf gehe. Also zumindest mein Fahrzeug. Und ich das eigentlich gar nicht cool finde. Kommen hier noch welche? Ja. Aber Geschütze sind hier nicht mehr, oder? Damit ist die nächste Tür auch schon offen. Und ja, wir können auf der Stelle 70 km/h schnell fahren. Respekt. Fahre zur Apollyon-Station. Na, das tun wir doch. Damit sind wir auch schon da. Es ist auch nicht lang, die Mission, aber ich weiß nicht. Sie fuckt mich einfach ab. Ich mache die nicht gerne. Die Brainstormer haben wir ja jetzt bei der letzten Folge bekommen. Super geiles Teil. Wie man hier sehen kann, auch relativ stark. Aber wir rushen hier mal durch. Ich habe nur ein paar Gegner getötet, damit ich mein Movement Speed Buff kriege. Und dann müssten wir gleich sogar schon einen Boss haben. Katagawa habe ich jetzt schon getötet. Da wollte ich aber nicht unbedingt ein Video zu machen, weil ich weiß nicht. Katagawa ist auch so ein Boss. Boah. Gar nicht meins. Er springt die ganze Zeit nur dumm durch die Gegend. Kann auch sein, dass ich irgendeine Mechanik oder so einfach nicht raff. Hab den Boss jetzt auch vielleicht jetzt das dritte Mal gemacht, nachdem ich den in der Story zweimal gemacht habe mit Flag. Nur mit ihmchen hier jetzt einmal habe ich den nie wieder gemacht. Einfach nur ätzend, der Dude. Sind auch ziemlich schnell unterwegs hier. Haben sogar eine Maggie schon. Habe ich ja ganz am Anfang fast bekommen. Sorry fürs Scannen. Aber wir haben jetzt gerade kurz vor 8, ich bin vorhin erst aufgestanden und nehme quasi jetzt hier morgens die Folge für euch auf. Und heute Mittag weiß ich noch nicht, ob es einen Stream gibt. Aber ach, hier sind wir schon. Hier kommen ja schon die ersten von Necrophatea. Aber ich kann diesen doofen Planeten nicht aussprechen. Aber das trifft sich ganz gut, dass wir hier die Brainstormer haben. Weil das ja alles Schildgegner sind. Und damit. Ich krieg gleich einen Krampf im Abzug, finde das auch schön. Und damit haben wir relativ einfache Karten hier. Wenn ich mir das mal so angucke. Ich meine, ich schieße da zweimal rein. Dann sind sie auch schon tot. Aber hier springt das irgendwie nicht über. Oder bin ich gerade doof? Doch, springt über. Okay, ich bin einfach nur doof.
Hier entlang. Komm, den killen wir aber noch. Den Ding. So, dann sind wir Level up. Weiter geht's. Das müsste. Ja. Oh nein. Der Boss ist nicht ohne. Kurz skillen. Also, für den Run benutze ich die Wächter-Skills schon. Ich mache ja keine Speedruns oder sonst was. Oder Challenges. Da finde ich, kann man sowas schon mal anlassen. Außer wenn man dann zum Beispiel das Bild mal wirklich ausprobieren will, was das kann, dann macht man den natürlich aus, weil man ja wirklich nur die Power des Bildes haben will. Boah, das Gegenne ist ja heftig. Aber naja. Ach, ich muss doch noch reinstecken. Höhö. Mal sehen, was der ganze Wirbel soll. Ja, mal sehen. Das soll der ganze Wirbel. Ein ganz schön dickes Viech. Boah, ist der hässlich. Der Wüter. Ich meine, mit der Hellshock ist er vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist unsere Chance. Verbrennt das Ding. Wie gemein. Ja, kann jetzt mal aus seiner Erfahrung raus. Was bringt das eigentlich, auf diese Leuchtdinger zu schießen? Bringt es tatsächlich was? Das ist mir noch nicht ganz klar. Ist er dann einfach nur nicht ganz so stark, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, so stark ist er jetzt auch nicht. Obwohl er später in den Mayhem-Modes schon nervt. Also da ist schon nett ohne. Dum, 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 dum. Sieht das Schild eigentlich aus? Hat schon was. Ich check aber nicht was diese Dinger bringen. Wäre mal cool, wenn das einer mal in die Kommentare schreiben könnte, weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht vorstellen. So, ich glaube, jetzt dürfte er gegen Feuer resistent sein. Man kann es ja mal ausprobieren. Echt jetzt? Bleib mich wieder mal, ja. Hä? Will ich mich verarschen? Ich dachte jetzt schon, die lässt mich jetzt einfach sterben. Ja, ist resistent. Ja, jetzt kriegt er wieder so wenig Damage. Aber das sollten wir relativ easy haben. Da ist er schon. Oh, oh, oh. Kriegen wir eine Duck? Nein. Ach man. Irgendwas anderes Cooles. Nee, nicht wirklich. Heilige Scheiße! Hast du das gesehen? Ein härterer Badass kann man kaum sein. Damit? Echt jetzt? Gut gemacht. Tschüssi. Und Tüdeli. Ey,
Nein, Spaß. Man sieht sich in der nächsten Folge. Mal schauen, wann ich das mache. Ich denke mal beim nächsten etwas größeren Boss. Oder wenn halt was Cooles passiert. Hau da rein. Man sieht sich. Es gehört mehr dazu, als kopflos der Gefahr entgegenzurennen. Richtig. Ja, absolut.